Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute dreht sich alles um die Onboard-Diagnose. Das ist ja jetzt kein brandneues Thema. Ich möchte trotzdem das ein oder andere Wort darüber verlieren, was es damit auf sich hat und welchen Vorteil ihr daraus ziehen könnt, beziehungsweise auch welche Fallstricke es da in diesem Zusammenhang gibt. Also legen wir los. When I feel lost, I don't feel afraid. Ihr kennt ja alle diese Motorkontrollleuchte bzw. das Check Engine Light oder wie immer das in eurem Auto heißt. Das ist quasi die Warnlampe für das Abgaskontrollsystem im Auto, was ihr wahrscheinlich auch kennt. Das sind diese kleinen Interface-Adapter, die ihr in die OBD-Schnittstelle einstecken könnt und damit mit einer Handy-App irgendwelche Fehlercodes auslesen könnt. In diesem Zusammenhang werden sehr oft falsche Versprechungen gemacht und auch falsche Erwartungen erfüllt. Und diese Onboard-Diagnose, das ist ja mehr wie so ein Stecker hier, beziehungsweise die Kontrollleuchte. Das ist ja das, was ihr nach außen hin seht im Auto selber. Die ganzen Steuerungen, die laufen intern ab und da habt ihr auch mit so einem Stecker keinen direkten Einfluss drauf, jedenfalls nicht mit so einem handelsüblichen Dingen hier. Natürlich gibt es die Möglichkeit, da Sachen zu verändern. Das sind keine Geheimfunktionen, das ist einfach nur, dass für verschiedene Länder verschiedene Sachen freigeschaltet sind und je nach Ausstattung eben auch nicht. Und ich habe das in einem der früheren Videos schon mal gezeigt, dass ich bei mir die Instrumentenbeleuchtung dauerhaft eingeschaltet war, weil bei mir im Dacia war mir das einfach zu dunkel, wenn das Fahrlicht aus war und ich habe da nicht so deutlich das gesehen, was ich sehen wollte. Ja, die Kontrollleuchte bzw. dieser Diagnosestecker, das ist quasi die Verbindung zur Außenwelt. Intern diese ganzen Steuergeräte und so weiter, die sind alle miteinander vernetzt über den sogenannten CAN-Bus, bei europäischen Autos zumindest. Was ist mittlerweile bei amerikanischen Autos, das weiß ich nicht. Und die Signale, die dort auf dem CAN-Bus übertragen werden, die sind jetzt nicht so direkt an einem PC lesbar. Ich muss mal eben gucken, da, was da für Viechchen anläuft. Die sind so nicht direkt auslesbar. Das klassische Verbindungsprotokoll, das ist ja über die serielle Schnittstelle, die sogenannte RS-232 oder neuerdings oder die erneuerte Version RS-485. Da hat man also Peripheriegeräte an einen PC anschließen können. Und man kennt das auch von Alarmanlagen oder Telefonanlagen, die von außen programmiert werden. Da ist ja jetzt keine Tastatur und kein Bildschirm dran, genauso wie beim Auto. Um damit zu kommunizieren, muss man sich eben da über eine Schnittstelle verbinden. Und diese OBD2-Schnittstelle, die ist jetzt international der Standard. Wenn ihr so ein Ding euch besorgen wollt, bei Amazon oder eBay oder sowas immer, die gibt es von 2,99 Euro aufwärts. Und der Grund, warum ich jetzt dieses Video mache, ist unter anderem auch, dass, wenn immer ich jetzt Facebook aufmache, mir da eine penetrante Werbung ins Auge leuchtet. Aber seht selbst. Ja, wir sind hier bei Facebook und ich kriege jetzt hier quasi jedes Mal, wenn ich die Seite aufmache bei Facebook, die Anzeige von Kali, Connected Car, wo es oben heißt, dein Mechaniker beklaut dich. Und ich finde, das ist schon
eine schräge Aussage. Es wird relativiert, das trifft natürlich nicht auf alle Mechaniker zu, aber geh lieber auf Nummer sicher. Dann heißt es hier, Kali nimmt dir die Angst vor dem Mechaniker, versuche es jetzt. Wenn man dann da mal hingeht zu den Preisen, ich nehme mal Automarke Dacia. Dann kriege ich hier einmal nur den Adapter. Das ist ja so ein Allerwelts-Adapter für 59,90 €. Oder ich kriege den Smart Mechanik, den schlauen Mechaniker für 104,88 €. Was man jetzt allerdings wissen sollte, diese 104,88 €, das ist keine einmalige Geschichte, sondern hier ist ein kleines Sternchen dahinter, dann heißt hier unten, die Kali-Lizenzen werden jährlich abgerechnet. Das heißt, ihr zahlt jedes Jahr 104,88 €, weil Kali euch die Angst vor dem Mechaniker nimmt. So viel dazu. Ja, kommen wir nochmal auf die Geschichte mit dem gelaunten Mechaniker zurück. Mechaniker unterliegen natürlich auch gewissen Sachzwängen und wirtschaften nicht in die eigene Tasche, sondern sind beim Autohaus angestellt. So ist das in der Regel. Und wenn ihr da jetzt mit dem Auto angefahren kommt und habt so einen Fehlercode, dann wird der Mechaniker, so ihr denn einen zu Gesicht bekommt und nicht von der Auftragsannahme schon abgefertigt wird, dann wird der Mechaniker also so ein Diagnosegerät anschließen. Das sieht dann professioneller aus. Der wird also nicht so ein kleines Plastikteil aus der Werkzeugkiste ziehen und sein Handy. Und wird aber im Endeffekt zu dem gleichen Ergebnis kommen, zu dem denn ihr auch gekommen seid, wenn ihr so ein Diagnosegerät oder so ein kleines Dongle angeschlossen habt mit ein oder zwei oder drei Fehlercodes. Und in der Regel wird der Mechaniker euch dann sagen, ja, wir löschen das jetzt erst einmal, dann fahren sie nochmal ein bisschen durch die Gegend und wenn der Fehler wiederkommt, dann wissen wir, dass der Fehler ja kein Zufall war. Was aber eigentlich Blödsinn ist, denn so blöd sind die Systeme nicht. Wenn der Fehler einmalig ist, wird er nicht gespeichert, sondern erst beim zweiten Mal, wenn sich also das Fehlerbild bestätigt, wird die Lampe angesteuert, die geht dann an und der Fehler wird gespeichert. Wenn das dennoch ein Zufall ist und das Fahrzeug drei bestimmte Fahrzyklen durchlaufen hat, dann geht die Lampe auch von alleine wieder aus. Ne? Und nach 40 Fahrzyklen wird der Fehler aus dem Speicher gelöscht. Aber wie gesagt, Mechaniker unterliegen Sachzwänge. Die haben jetzt nicht einen ganzen Tag Zeit, um sich um euer Auto zu kümmern, sondern die haben eine Vorgabe so und so und so. Nach einer halben Stunde, was weiß ich, muss da eine Aktion angeleiert worden sein und das ist dann in der Regel so, dass das gelöscht wird, dass ihr dann wiederkommen müsst und tralala. Und das Ganze könnt ihr euch eben abkürzen, indem ihr selber schon mal guckt, was da eigentlich los ist. Nur wenn das im Endeffekt die Mechaniker nicht ersetzen. Denn wenn es da heißt, Sensor sowieso, auf Bank sowieso, dann müsst ihr erstmal wissen, wie der Sensor aussieht, wie er angesteuert wird, was er macht und so weiter. Also es ist jetzt ganz so einfach auch wieder nicht. Und deswegen ist diese Kali falsche Versprech-App ist ein dummes Zeug, das ist rausgeschmissenes Geld, sage ich euch. Also diese OBD-Adapter, die gibt es wie Sand am Meer. Die gibt es einmal mit Wi-Fi, also WLAN, oder über Bluetooth oder beides. Und ich habe die schon gesehen für 2,99 €. Hier ist eine für 6,99 €. Man kann da jetzt nicht Wunderdinge erwarten. Aber hier haben wir zum Beispiel einen, wo Elm 327 draufsteht. Das werdet ihr auch immer wieder in den Rezensionen lesen. Ja, das ist aber gar kein richtiger Elm. Und das ist auch kein richtiger Elm 327. Denn was ist denn überhaupt ein Elm 327? Das ist ein
Mikrocontroller, ein Chip von einer kleinen kanadischen Firma, Elm Electronics. Und die macht jetzt erstmal nichts weiter als die serielle Schnittstelle, die AT-Befehle zu interpretieren, dass es für Geräte außerhalb des Autos lesbar ist, also über Bluetooth, über WLAN, was weiß ich auch immer. Das sind sogenannte AT-Befehle. Nur hat die Firma Elm Electronics ja ihre Tätigkeit eingestellt, die gibt es nicht mehr. Und als sie noch ja, aktiv war, hat so ein Elm 327-Chip ungefähr um die 20 kanadische Dollar gekostet. Könnt ihr euch vorstellen, wenn das Ding 20 Dollar kostet, kriegt ihr keinen Adapter für die Hälfte. Das geht also nicht. Was man gemacht hat, man hat es abgekupfert und ich würde mal sagen, dass das jetzt, da steht auch wieder Mini OBD Elm 327, das sind Clones. Und man kann Glück haben mit den Dingern. Ich habe jetzt zwei gekauft und das hat funktioniert. Man darf natürlich damit nicht mit falschen Erwartungen rangehen, was da versprochen wird. Geheime Funktionen freischalten oder wieder Kali-Quatsch, dass man da sich den Automechaniker sparen kann. Die zweite Geschichte mit dieser Motorkontrollleuchte ist die, dass der TÜV natürlich darauf ein Auge hat. Früher war das ja so, dass bei der Abgasuntersuchung eine sogenannte Endrohrprüfung stattfand. Das heißt, es wurde so eine Sonde in den Auspuff gesteckt und es wurden die Werte ermittelt, ob die noch innerhalb des gesetzlichen Rahmens waren. Heute ist das obsolet, denn das Auto wird ja ständig permanent überwacht, ob das in dem Rahmen der gesetzlichen Vorgaben ist. Und das sind die besagten Euronormen und die Politik hat da die Hersteller ein bisschen vor sich hingetrieben und die Kehle immer weiter zugedrückt. Mittlerweile sind es ja so weit, dass die Verbrenner ganz verboten werden sollen. Die Lampe, genau. Die ersetzt also jetzt die Endrohrprüfung, wenn ihr zur HUAU fahrt und die Lampe leuchtet, dann ist der TÜV-Termin schon beendet, weil dann kriegt ihr die Plakette nicht. Ne? Jetzt kommen einige vielleicht auf die super Idee zu sagen, ja, wenn ich zum TÜV fahre, dann kaufe ich mir so ein Ding für 14,95 und lösche eben die Fehlercodes raus und fahre dann zum TÜV. Dann habt ihr noch nichts von der Readiness und vom neuen europäischen Fahrzyklus gehört. Denn das wird genau bestimmt, dass die Sensoren einen gewissen Zyklus durchlaufen müssen, um überhaupt die Funktionsfähigkeit dieses Sensors zu prüfen. Das muss dann Motor unter Volllast sein, Motor unter Teillast, unter Schubabschaltung und so weiter. Und das Ganze ist ein gewisses Profil, das durchlaufen werden muss. Und solange das nicht durchlaufen ist, ist dieser besagte Sensor nicht ready. Und das kann man genau sehen, wenn man sich die Daten ausliest. Unter anderem ist dann auch zu sehen, wann der Speicher das letzte Mal gelöscht wurde. Also Tricksen ist da nicht. Und wenn die Lampe leuchtet, geht der Ursache nach. Und je mehr ihr davon selbst erledigen könnt und dem Mechaniker quasi im Vorfeld schon präzise sagen könnt, dann und dann und dann ist die Lampe angegangen bei den Zuständen, dann ist das schon hilfreich. Gut. Das war heute mehr Theorie. Ich weiß nicht, die Geschichte mit diesem Zugriff auf die Steuergeräte, die wollte ich euch auch noch zeigen, aber wahrscheinlich wird das dann zu umfangreich. Ich bin ohnehin, oder wir, meine Frau und ich, sind im Moment etwas in Zeitnot. Die Urlaubsvorbereitungen für Norwegen sind im vollen Gange, die Erntezeit im Garten ist angelaufen und so weiter. Und ich kann die Filme auch nur am Wochenende notdürftig mittlerweile zusammendrehen, damit ihr nicht umsonst auf irgendwelche Beiträge von mir warten müsst. Also bleibt uns gewogen. Ciao. So, ich habe jetzt anstelle des Handys mein Tablet rausgekramt und habe jetzt das Tablet damit verbunden und ich werde jetzt
versuche mit dem Tablet das direkt die Bildschirmaufnahme zu machen, damit das vielleicht auch Sinn macht. Ich mache die Kamera mal kurz weg hier.